willkommen bei BusTV. Und wenn ich mit diesem interessanten Fahrzeug heute ankomme, dann sage ich nur eins: Busfahren, das ist und war und bleibt immer ein echtes Prestige, ne? Also wer sagt, nur ein Mercedes oder eine Limousine, ein Maybach ist was Tolles? Nein, der wahre Luxus, der fand und findet jeher im Reisebus statt. Okay, ich gebe zu, ich habe es ein bisschen weit hergeholt, aber die Bezeichnung des Busses, den ich heute hier vorstelle, die hat mich einfach so stark animiert, das passt. Denn heute stelle ich hier vor auf BusTV den Temsa Prestige SX. Der Temsa Prestige ist ein Fahrzeug, welches bei uns hier im deutschsprachigen Markt noch relativ jung ist, relativ neu. Etwa 2-3 Jahre gibt es das Fahrzeug hier. Allerdings ist das hinter uns eine wirklich ausgereifte Geschichte, denn den Prestige gibt es in Märkten wie der Türkei beispielsweise schon seit deutlich über 25 Jahren. Also hier steht ein echter Könner, ein echter erfahrener Bus sozusagen, und viele dieser Erfahrungen sind natürlich eben auch in die aktuelle, in die neueste Generation mit eingeflossen. Ein paar Fakten zu dem Fahrzeug. Dieser Bus hat eine Länge von 7,16 Meter, der hat eine Breite von 2,26 Meter und ein Radstand von sportlichen 3,30 Meter. Ja, was für ein Herz schlägt denn in diesem Fahrzeug? Ganz einfach, dass zu dem auch der Unterbau gehört, das Fahrwerk. Es ist nämlich ein Mitsubishi, ein Fuso Canta, also ein typischer kleiner Transporter hier verbaut. Der Motor sitzt ganz kurz, ganz knapp hinter der Vorderachse und ist ein Vierzylinder Euro 6 Motor mit einem maximalen Drehmoment von erstaunlichen 400 Newtonmetern, 226 Pferdestärken, war das richtig? 150. Ach, 150. 150 PS. 150 Pferdestärken, die treiben dieses Fahrzeug an. Und ich konnte es noch nicht nachprüfen selber, aber der Hersteller sagt, der Verbrauch dieses Busses liegt bei phänomenalen 12 bis 15 Litern auf 100 Kilometer. Das sind eigentlich sehr interessante Zutaten. So wie überhaupt der Bus eine ganz spannende Geschichte ist am Markt. So viel Wettbewerb gibt es ja gar nicht. Klar, es gibt etliche Aufbauhersteller, die in dieser Fahrzeuggröße am Markt aktiv sind. Aber die meisten setzen natürlich auf die Iveco-Basis. Früher war auch Mercedes noch sehr stark, aber da wurde ja vor etlichen Jahren schon die Basis sozusagen eingestellt. Deswegen viel Iveco und hier eben Mitsubishi, wie man auch immer wieder sehen kann am Lenkrad, an bestimmten Designs. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit einem kleinen Rundgang an bei dem Bus und wir beginnen mal bei der Front. Die Front, klar, das ist eigentlich eine typische Omnibus-Front. Für mich ist es auch tatsächlich ein vollwertiger Bus, auch wenn es natürlich kein selbsttragendes Chassis hat. Typisch LKW im Leiterrahmen, aber da eben ein eigenes Gerippe aufgebaut. Und in Sachen Korrosionsschutz bei Temsa war das früher durchaus ein Thema, aber hier auch der Temsa Prestige ist in den Genuss gekommen einer KTL-Lackierung, also kathodische Tauchlackierung. Also Korrosionsschutz sehr gut. Die Elemente an der Front und im Heck sind aus Kunststoff und Metall sind die Klappen und auch die Seitenwände. Wenn wir gerade an der Seite sind, für den deutschen Markt sind die Seitenscheiben alle doppelt verglast und haben auch einen gewissen Sonnenschutz. Frontscheibe natürlich auch. Dann haben wir hier die relativ einfach gehaltene Frontpartie. Als Scheinwerfer haben wir H7-Scheinwerfer. Klar, das ist heute nicht mehr so ganz State of the Art, aber ich denke, das dauert auch nicht mehr lange, bis Temsa da nachzieht und entsprechend auch LED-Technik hier an Bord Einzug halten wird. Ansonsten Kühlereinlass ein bisschen vorne, weil wie gesagt, der Motor sitzt
mittig im Fahrzeug, also frontmittig, aber Kühlerprobleme gibt es keine. Dann klassische Spiegel. Überhaupt ist vieles an dem Bus noch sehr klassisch gehalten, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Denn ich sage immer, alles, was neue Elektronik, Elektrik-Geschichten hat, klar, also ohne einen Laptop geht da heute gar nichts mehr. Und leider neigen gerade Systeme, die neu sind, oft dazu, eben auch so die ein oder andere Fehlermeldung auszuwerfen, selbst wenn es gar keinen Fehler gibt. Gut, dann haben wir hier, sieht man außen, ein schönes Schiebefenster. Manuell kann ich von vorne oder von hinten öffnen. Ich habe es auch eben schon ausprobiert, bin auch schon ein paar Runden gefahren heute, weil ich einfach mal sehen wollte, wie ist es mit dem Fahren, wie lässt sich das Fahrzeug schalten, wie ist die Leistung und dazu gleich mehr. Dann schauen wir doch mal, was der Bus unter seinem schicken Kleid zu bieten hat. Also, Klappe auf, die erste. Hier sitzt die Fahrzeugbatterie und das Interessante, obwohl es sich um Bus handelt, haben wir hier ein 12-Volt-Bordnetz und kein 24-Volt-Bordnetz. Ja, das reicht aber auch für dieses Fahrzeug. Dann haben wir hier den Behälter für das Scheibenwischwasser. Sehr gut auch zu erreichen, wenn man den befüllen möchte. Gut, ist nicht allzu groß, sollte aber für die meisten Anwendungsfälle reichen. Dann haben wir hier den Haupttrennschalter und daneben ist noch die Fremdluftbefüllung. Dann können wir hier auch die Klappe schon wieder mal schließen. Dann gehen wir mal gleich an Fach Nummer 2. Hier auf der rechten Seite befindet sich der AdBlue-Tank und der fasst 12 Liter. Ne? Klar, AdBlue Euro 6 ohne geht heute nur noch sehr wenig. Dann haben wir hier ein kleines Fach, was auch schon so ein bisschen zugebaut ist mit ein paar Sachen. Hier befindet sich was? Ganz klar, die Ölschmierung für den Luftkompressor und der Luftkompressor in diesem Fahrzeug befüllt sowohl den Fahrersitz als auch die beiden Türen. Hier befindet sich die Zentralelektrik oder Hauptschalttafel und wenn die Kamera das hier vielleicht einfangen kann, sieht man dann auch die Beschriftung, was die Relais und auch die Sicherungen zu bedeuten haben. Also wenn mal eine kaputt geht, findet man hier gleich die Informationen klar und ein bisschen Zeugs kriegt man hier auch noch unter. Natürlich lässt sich der AdBlue-Tank auch hier über diese Klappe öffnen, ist aber gerade zu. Was nicht geschlossen ist, ist hier der Dieseltank, die Öffnung, 160 Liter Diesel fasst dieses Fahrzeug. Dann haben wir hier den Bereich des Kofferraums. Ne? Im Heck dieses Fahrzeug sitzt ja nicht der Motor, sondern hier kann das Gepäck untergebracht werden. 3 Kubikmeter fasst dieses Fahrzeug, das ist ordentlich. Und 29 Fahrgäste, ganz klar. Hier mit einer nach oben schwenkenden Klappe im ganz bequem im Heckbereich. Und der ist relativ groß. Ich setze mich hier mal rein. So, man sieht also sogar, ich passe fast rein in den Kofferraum. Also hier geht schon ein bisschen was rein. Insgesamt 29 Fahrgastsitze sind hier verbaut. 29 und 3 Kubikmeter. Klar, ist jetzt nicht die Welt, aber immer noch um Längen besser als bei einigen Wettbewerbern. Ich selber bin ja früher viel auch mit Kleingruppen und kleinen Bussen unterwegs gewesen. Und ich weiß, gerade bei Mini- und Midi-Bussen ist Thema Kofferraum eine Never-Ending-Story. So, was haben wir hier? Hier ist eine lange Kurbel, die benötigt man. Jetzt kann ja die Kamera mal ganz weit nach unten gehen auf die Erde. Und da sitzt nämlich das Ersatzrad. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da hinten. Kannst du das sehen, oder? Ja. Da sieht man das Ersatzrad. Und das Ersatzrad wird rausgeholt, indem man an Tür 2 mit der Kurbel sozusagen kurbelt. Ne? Genau. Das war der Kofferraum. Dann Klappe zu. Und wenn wir schon mal hier an der Stelle sind, Thema Beleuchtung. Hier sieht man also, sind natürlich schon LED-Leuchten im Rücklicht verbaut worden. Dann haben wir hier die zweite Tür, die Hecktür. Gucken wir uns gleich auch noch mal von innen an. Und dann
mit Schmackes ist hier der zweite kleine oder weitere Kofferraum. Und hier ist nochmal so ein Bereich für die Technik. Und wir haben hier Unterlegkeil. Da hinten sieht man das Rote, das ist die, gehört zur Fogmaker Brandlöschanlage. Die ist ja hier verbaut und man sieht auch so ein bisschen hier die Detektionsleitungen. Und das hier vorne, das ist ein Teil der Brandlöschleitung. Hier verbirgt sich die Eberspecher Standheizung mit 12 kW. Und hier auf der Seite ist dann der Wagenheber untergebracht. Ne? Also auf kleinstem Platz alles clever gelöst. Wie gesagt, wir reden ja nicht über einen vollwertigen großen Reisebus, wo man mehr oder weniger im Platzluxus schwelgen kann. Und dafür muss ich sagen, ist das Ganze schon ganz gut gelöst. Eine recht interessante Sache auch, die der Temsa Prestige bieten kann, ist, man kann hier einen Rollstuhllift verbauen. Das passiert ungefähr in diesem Bereich. Hier wird dann ein Segment rausgenommen, auch die Seitenscheiben werden dann angepasst. Ich werde gerade mal, während ich darüber rede, ein Foto einblenden. Dann sieht man schon sehr genau, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ein Lift an Bord ist, dann werden, sagen wir mal, wenn das Fahrzeug mit 25 Fahrgastsitzen bestuhlt ist, 4 rausgenommen, bleiben noch 21 plus ein Rollstuhlplatz. Also ich finde, ein sehr fairer Kompromiss. Und damit ist dieses Fahrzeug eben auch noch für erheblich andere Anwendungsbereiche geeignet als ohnehin schon. Dann, wenn die Kamera mal hier oben hingucken kann, da sieht man die Klimaanlage. Das ist eine Safka aus türkischer Produktion mit einer Leistung von 14 Kilowatt. Das funktioniert auch ordentlich. Wir haben heute den 27. September, fast schon Oktober, aber die Temperaturen draußen knapp 30 Grad. Und ich kann sagen, es ist heiß. Wenn der Bus ohne Kühlung steht, kommt man erst mal rein und man schwitzt ordentlich. Ja. Aber ist die Klimaanlage aktiviert, dauert es vielleicht 5, maximal 6, 7, 8 Minuten und das Temperaturniveau ist schon auf einem mehr oder weniger sehr, ja nicht kalten, aber akzeptablem Niveau. Gut, das war es auch schon hier außen und ich würde sagen, wir machen innen weiter. So, dann bin ich jetzt mal Fahrgast hier im Innenraum des Temsa Prestige. Und ich bin ja 1,88 Meter groß, habe heute auch noch Schuhe an mit relativ dicken Sohlen. Und wenn ich aufrecht stehe, ist immer noch ein bisschen Platz. Also auch für den kleinen Bus hier ausreichend Platz, um bequem von vorne nach hinten und umgekehrt laufen zu können. Wir haben hier, ich sage mal, einfache Reisebussitze verbaut. Die verfügen über einen Tisch. Die Kamera kann ja mal kurz herkommen und mal um die Ecke filmen. Dann sieht man auch, hier sind die kleinen Klapptische. So, ne, da kann man einen kleinen Kaffeebecher rein tun und dann auch wieder hoch. Dann haben wir hier noch Netze. Was hier im Augenblick in diesem Fahrzeug nicht verbaut sind, wären beispielsweise Fußstützen. Ansonsten haben wir hier ganz klassisch die oberen Gepäckablagen. Ne? Interessanterweise gehen die Gepäckablagen nur in diesem Bereich bis hier. Hier hinten fehlen sie noch. Mir nicht ganz ersichtlich, warum das der Fall ist, aber es wird schon seinen Grund haben. Ansonsten wirkt der Innenraum, ich glaube, das kann die Kamera auch ganz gut einfangen, sehr hell, sehr freundlich. Und wenn man hier so sitzt in einer Reihe, dann hat man sowohl zu den Seiten als auch nach vorne eine gute Aussicht. Das ist ja auch gerade bei Kleinbussen nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Wir haben hier einen Sitzteiler, einen Sitzabstand von etwas über 70 cm. Ist jetzt nicht besonders viel, aber 29 Fahrgäste, die möchte man auch erstmal untergebracht bekommen. Von daher alles in Ordnung. Und am Ende des Tages bleibt es ja immer noch die Entscheidung des Busunternehmers, wie viele Sitze er hier verbauen möchte. Ne? Also das ist ganz klar
eine Konfigurations- und auch Orderfrage. Ja, ansonsten hier ganz klassisch Gardinen finde ich immer noch eine sehr gute Lösung. Ja, da kann nicht allzu viel kaputt gehen. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, auch die Klimatisierung spielt hier eine sehr gute Rolle. Was mir eben beim Fahren aufgefallen ist, der Motor, ich weiß nicht, ich werde mal den Teppich hier hochnehmen. Der sitzt ja hier in diesem Bereich, ne? Hier also kommt man an den Motor ran und obwohl der sich quasi im Motorraum befindet, im Fahrgastraum, ist die Geräuschentwicklung erstaunlich, und ich sage jetzt ganz bewusst, erstaunlich ruhig, gering. Hätte ich so nicht erwartet, weil man kennt ja die Fahrgeräusche gerade so von Transportermotoren. Das ist immer so ein unangenehmes Nageln, ist hier gar nicht. Das ist hier, klingt hier eher alles sehr weich und fast schon sanft. Also wirklich so, dass ich gesagt habe, Mensch, schöne Geschichte. Und ich bin losgefahren eben auf die Landstraße bis Tempo 80. Und da musste sagen, ach, ich habe schon 80 erreicht. Vom Geräuschniveau habe ich gedacht, wir sind noch deutlich drunter. Also hier Mitsubishi-Geschichte, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich muss auch gestehen, vor diesem Fahrzeug bin ich noch nie mit einem Kanter-Fahrgestell unterwegs gewesen im Busbereich. Also für mich auch eine Premiere. Ja, ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sagen hier. Nur eben, dass das Ganze vollwertige Reisebus-Anmutung hat. Obwohl der Bus ja relativ schmal ist, das Ganze funktioniert. So, kommen wir jetzt mal zum Fahrerarbeitsplatz, Frontbereich, Cockpitbereich. Und weil es einfach unerträglich warm draußen ist, lasse ich jetzt mal den Motor und damit auch die Klimaanlage laufen. Also, wir haben hier rechts den Einstiegsbereich. Hier, wo sich normalerweise ein Kühlschrank befindet, ist das beim Prestige nicht der Fall. Wir haben hier ein kleines Fach, wo man so einige kleinere Utensilien verstauen kann. Dann folgt hier eine Ablagemöglichkeit, unter anderem eben auch zum Beispiel für das Telefon oder andere Geschichten. Dann haben wir hier das Lenkrad. Da ist es, das Mitsubishi-Zeichen. Und hier sehen wir dann den Bereich der Kombi-Instrumente, ganz klassisch, links Tacho, rechts Drehzahlmesser, und die rote Warnleuchte bedeutet, ich habe gerade die Handbremse angezogen, ganz klar, dann wird mir das auch signalisiert. Die Handbremse im Übrigen ist ja hier kein Federspeicher, sondern hier ganz klassisch noch mit Seilzug, und das Ganze wirkt hinten auf eine Trommel per Trommelbremse, allerdings die Betriebsbremsen sind an allen Rädern Scheibenbremsen. Ne? Das Fahrzeug verfügt ja auch über, muss es ja auch, über die modernen Assistenz- und Sicherheitssysteme, und dazu gehört eben auch ESP, Abstandsregel, Tempomat, der Spurhalteassistent und was alles dazu gehört. Hier der neue digitale Tachograph, der ja auch schon die Fernauslesung ermöglicht, und der passende Sensor dazu befindet sich hier oben an der Frontscheibe. Was man hier sieht, diese Leitungen, das sind die Antennen des Fahrzeuges. Gut, aber gehen wir wieder zurück hier zum Dashboard. So, die Klimasteuerung bei diesem Fahrzeug ist zweigeteilt. Hier haben wir einmal die grundlegende Anzeige. Hier schalte ich die Klimaanlage an oder auch aus. Und hier wird mir die, ich weiß gar nicht, ob man sieht, doch jetzt, die Außentemperatur angezeigt. Und wenn ich einen Pfeil hoch oder runter betätige, man sieht also 28 Grad, dann sieht man auch, was hier im Bus eingestellt ist. Jetzt haben wir 20 Grad, gehe ich einen nach oben, dann hätte ich es auf 21 Grad, die Steuerung. Aber ich lasse es mal auf 20 Grad. So, dann haben wir hier den zweiten Teil des Klimacenters, und da kann ich einmal die Lüftungsdrehzahl für den Fahrer oder unten für den Fahrgastraum einstellen. Daneben, was hier gerade blau leuchtet, das ist, ob ich klimatisiere oder heizen möchte. Ne? Das ist also, wie gesagt, zweiteilig angeordnet, kann man machen.
Darüber sieht man auch selten ein separates Radio, also gut, wenn es an Bord ist. Gehen wir wieder zurück, dann zeige ich gleich mal, hier ist auch der Bereich beim Fahrer, hier gibt es noch ein paar Ablagen. Hier kann ich also eine kleine Flasche reinstellen und hier unten auch noch mal so kleine Dinge unterbringen und auch noch mal kleine und große Flaschen. Doch, ich glaube, jetzt kann man es ganz gut erkennen. Dann haben wir hier die Steuerung des Bedienteils der Ebersbecher Standheizung. Und wenn ich hier noch weiter rumschwenke, dann ist hier ein grauer Kasten und da verbirgt sich die Öffnung für das Fahrzeugkühlsystem. Wird hier befüllt. Hier blinke ich und hier kann ich das Licht verändern. Und auf der anderen Seite, da habe ich den Scheibenwischer, beziehungsweise das hier ist die Motorbremse. Allerdings muss ich gestehen, beim Fahren so großartig merken lässt sich das nicht, ob die jetzt aktiviert ist oder nicht. So wäre sie an und so aus. Klar ist eben immer noch ein kleinerer LKW-Motor, Transportermotor und die Bremsleistung, naja, sagen wir mal, sie ist überschaubar. Was aber Temsa mir gesagt hat, hier soll es demnächst dann auch einen Retarder geben und dann lässt sich das Fahrzeug noch sowohl feinfühliger als eben auch betriebsbremsenschonender bremsen oder bewegen. So, wie fährt sich denn jetzt das Ganze? Also, wie ich schon erwähnt habe, für einen Bus mit einem Mittelmotor erfreulich leise. Der Bus wird geschaltet per manuellem Schaltgetriebe, klar Mitsubishi Canta. Den gibt es natürlich auch mit einem Wandler, hier aber eben noch nicht. Aber für mich jetzt keine große Umgewöhnung, Umstellung. Ich komme damit eigentlich relativ gut zurecht. Ne? Und man hört auch schon, das Geräuschniveau wirklich spektakulär gering. Ja, ich sitze hier sehr ordentlich, kann den Fahrersitz sogar noch ein Stückchen weiter zurücknehmen, brauche ich aber nicht. Lenkrad lässt sich in der Neigung als auch in der Höhe nach oben und unten verstellen und die Sicht in die Spiegel ist ausgezeichnet. Auf der rechten Seite habe ich auch noch einen Rampenspiegel, da kann ich also auch den Bereich vor dem Fahrzeug gut einsehen. So soll es sein. Gut, dann ich fahre mal eine Kurve. Wir befinden uns ja hier auf dem ADAC-Fahrsicherheitsgelände in Linte. Ich habe das Gelände heute mal gewählt, nicht weil ich jetzt hier großartig einen Test mache, sondern weil wir heute so ein bisschen den Raum haben, ich sehen kann, wie lässt sich das Fahrzeug auch unter ein paar extremen Bedingungen fahren. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, hier ein bisschen ungestört heute diese Filmaufnahmen zu machen. Ja, alles in allem gefällt mir der Fahrerarbeitsplatz, der wirklich, ich sage mal, recht simpel gestrickt ist, aber gerade eben in seiner Einfachheit doch sehr gut. Das ist manchmal auch eine richtige Wohltat nach den ganzen neuen Bussen, die ich ja sonst auch bewege, auch mal wieder so ein bisschen geerdet zu werden. Was man merkt bei dem Fahrzeug ist durchaus der sehr kurze Radstand und eben auch die Starrachse vorne, die er hat. Also wenn die Straße nicht ganz topfeben ist, dann neigt der Bus so ein bisschen zum Tänzeln, aber nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, ich habe ein unsicheres Gefühl, das also gar nicht. Im Gegenteil, der Wagen hat eben gerade auch durch seinen recht kurzen Radstand eine gewisse Wendigkeit und Agilität. Klar, und 2,26 Meter Breite, damit verliert eben auch jede Passstraße oder jede enge Altstadt-Durchfahrt gehörig ihren Schrecken. Insgesamt bin ich wirklich positiv überrascht von dem Auto. Klar, es ist kein Reisebus HD Hochdecker, auch kein Temsa Marathon, wie ich ihn vielleicht auch schon gefahren bin, aber für seine Klasse macht er seine Sache ausgezeichnet. Und dann ist ja noch eine Sache, die nicht vergessen werden darf, nämlich das Thema Wirtschaftlichkeit, ne? Preis-Leistungs-Verhältnis. Stand heute, Ende 2023, reden wir hier über einen Fahrzeugpreis
ich konnte es ja selber kaum glauben, von knapp unter 90.000 Euro. Und das ist schon eine Ansage in Zeiten, wo gefühlt alles teurer wird. Hier würde ich sagen, nicht. Natürlich, der Bus wird in der Türkei gefertigt, bei Temsa, und profitiert natürlich dann auch von einer sehr günstigen Fertigungsmöglichkeit. Aber das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass jetzt hier an allen Ecken gespart wird. Ganz im Gegenteil, da wo es drauf ankommt, hat Temsa extra nochmal hingeguckt und auch Hand angelegt. Ich sage nur KTL-Lackierung und verzichtet aber im Gegensatz dazu auf unnötige Geschichten, die dann auch noch den Preis treiben würden. Was der Bus hier nicht hat, ist aktuell eine Küche. Da wurde mir gesagt, man ist mit Frenzel in Kontakt und redet nochmal, ob man hier eine kleine mobile Küchenlösung schaffen kann. Und was eben auch noch nicht an Bord ist, ist eine Kühltruhe. Aber der Haupteinsatzzweck dieses Busses ist ja mehr oder weniger Schülerverkehr, sind vielleicht Werksverkehre, viele Vereine bzw. THW und solche Organisationen nutzen dieses Fahrzeug, und dafür ist der Bus ausgezeichnet und macht seine Sache gut. Dass es jetzt nicht unbedingt ein Bus für die große Fernstrecke ist, das dürfte sich hier auch mit dieser Fahrzeugvorstellung jedem erschließen. Also, mein abschließendes Fazit für dieses Fahrzeug ist Daumen hoch. Ich bin froh, dass Temsa sich getraut hat, den Bus hier mal nach Berlin-Brandenburg, nach Linte zu schicken, damit ich auch mal meinen Blick drauf werfen konnte. Und ich denke, auch ein Fahrzeug wie der Temsa Prestige hat es verdient, dass er nicht nur eine Chance bekommt, sondern eben durchaus auch mal ernsthaft bewertet wird von Ihnen, von den Busfahrern, aber eben auch von den Unternehmern. In diesem Sinne, das war eine relativ kurze und kompakte Fahrzeugvorstellung heute. Und ich sage mal, schauen wir mal, was das nächste Mal hier an dieser Stelle auf dem Bildschirm auftaucht. Das war BusTV, das war Sascha Böhnke. Vielen Dank.